So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Outnauts. Wie wir schon sehen, geht es heute um einmal die Scheune und um einmal hier das fünfte Weltwunder, beziehungsweise auch Wunder. Und genau, das erste, was wir uns angucken, ist die Scheune. Wie es aussieht, können wir hier drin Tiere züchten. Heißt, wir brauchen zwei Kühe und geben da ein bisschen Heu zu und dann kriegen wir ein drittes Schaf, was sinnvoll ist, denn sonst hätten wir ja eine begrenzte Anzahl von Tieren, die wir haben können. Und das eher wichtigere und naja, das beziehungsweise interessantere ist eigentlich hier die Datenbank. Da schaue ich mal. Botname. So, kann ich das dann einfach mit Steuerung C kopieren oder? Ja, okay. Daten. Ah! Warte, 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 das Skript löschen. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier einen Roboter raushole. Ja, okay. Das ist interessant. Somit können wir wirklich die ganzen Scripts abspeichern. Somit sind diese Speicherplatten nicht mehr relevant, weil wir sie ja somit auf dem PC speichern können. Wenn ich jetzt hier sage, Datenbank. Ja, es funktioniert cool. Also es ist eine große Skript-Ladedatenbank. Sehr cool auf jeden Fall. So, dann können wir sagen, direkt starten. Müssen halt nur immer die Bereiche modifizieren, aber wir gucken kurz nochmal rein. Denn da können wir doch bestimmt noch mehr machen. Auf jeden Fall können wir da noch mehr machen. Gibt es da eine tolle Animation dabei? Nein. Okay, wir können jetzt zum Beispiel jetzt auch lade. Oder laden. Nein. So. Cool, 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 cool. Also ist es einfach nur ein großer Datenspeicher. Okay. Dann haben wir den eigentlich schon abgehakt. Den muss man, finde ich, cool, weil es hier diese dauerhaften Datenspeicher erspart und es somit auch sehr viel Arbeit zum Beispiel. Hier, ich brauche zwei neue Unkrautspots, dann brauche ich hier wieder mehr davon und so, dann kann ich einfach alles zack, zack einstellen und fertig. Sehr cool. Dann habe ich noch was gemacht. Warum? Ach stimmt, die finden ja nichts. Okay. So, okay, hat's doch alles so. Das nächste, was wir freischalten, okay, Spielzeug ist gleich fertig. Dann schauen wir nochmal kurz durch, ob wir nicht noch was bauen können. Nein, der funktioniert noch nicht, weil unsere Forschung fehlt. Pfahl. Ja, den brauchen wir auf jeden Fall noch. So. Hühnerstall kann auch mal nicht schaden, dann hat man ihn. Nein. Soweit. Eigentlich alles dabei. So, was fehlt da noch? Ich habe hier einmal das Wasserrad gebaut und es gibt uns 150 Energieeinheiten. Heißt, mit einem Wasserrad können wir drei Windmühlen ersetzen. Ist entsprechend auch sehr, sehr teuer, das Wasserrad. In Holz haben wir locker hunderte von Befestigungen und einen Haufen Stämme reingetan. Also, und das Problem ist, es muss halt im Wasser stehen, somit müssen wir sehr weite Strecken weglegen. Oder habe ich hier sowas wie. Ha, ist halt alles so klein, da kann man halt kaum was reinstellen. Heißt, wir müssen somit einen Windpark bauen. Oder später, wie ich es gesehen habe, Dampfmaschinen vielleicht. Werden die uns die Windmühlen ersetzen. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit der Scheune. Eine Frage ist, wie bauen wir die jetzt am besten hier ein? Okay. Heißt, wir brauchen noch ein bisschen mehr Zaun. So, erstmal hier in Planung geben, Auftrag geben. So. Ein bisschen Zaun bauen.
Aber weil es einfach schnell gehen soll, stibitzen wir jetzt ein bisschen Zaun. Das Gehege ist ja wieder so richtig schön. Obwohl eigentlich, was macht der hier? Ah, cool. Abgeschlossen. Was bekommen wir? Okay, einfach ohne Krone. Wir kriegen einfach ein paar Varianten. Aha, Energie. Aufhören. Zu mir laufen, dann wieder anfangen. So. Heißt. BTC ist dann als geschlossener Raum. Ja, okay, es zählt als geschlossen. So. Okay, wie die Schafe auf einmal direkt rausgerannt sind. Okay, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. So, hätte ich jetzt das gesagt, mal das einmal. So, da können wir wieder schließen. Genau. Schon haben wir drin. Frage ist, Heuball müssen wir uns nochmal anschauen, wie wir die machen. Aber Getreide machen wir jetzt, brauchen wir bestimmt nur dazu. Heißt hier kein. Ach, ich sehe, ich ahne schon Böses. Muss ich. Heißt, ich muss bis nach da oben abschließen oder. Heißt das. Es muss halt wirklich besonders dran befestigt sein. So. Das heißt dann also, das ist ja wieder so blöd. Nein, ich. Hat er da angefangen, meinen Boden zu essen, oder hat er nur Stroh gegessen? Nee, es ist nicht okay. So. Das ist wieder so. Ah, ich muss wieder schnell machen. Ich mag das nicht, wenn ich was schnell machen muss, weil ich genau weiß, dann. Genau dann. Jetzt ist er natürlich ein Busch im Weg. Katastrophe. So, weg da. Dann können wir auch mehr Gras anbauen. Das ist nämlich auch sehr wichtig. Somit haben wir unsere Schafe immer mehr zu fressen. So. Weg da. Zählt es jetzt ja als geschlossenes Gehege? Warum zählt es nicht als Gehege? Glaubt's ja nicht. Heißt es als, ich muss das Ding einmal so bauen, damit es als Gehege zählt. Okay. Verstehe ich noch nicht ganz, aber wenn es Spiel so haben möchte, können wir ja auch nichts groß dagegen unternehmen. So. Obwohl es, glaube ich, relativ egal ist, ob das jetzt so oder so ist. So, Frage ist, jetzt nehme ich hier mal das Schaf, zack, rein da. Schmeiß dich jetzt da in Scheune, da bleibt jetzt auch so, was das andere Schaf. Es ist weggelaufen, ja, es ist weggelaufen, das Ding. Rein da. Dann schauen wir uns nochmal ganz kurz an, wie man Heuball macht. Ich glaube, da brauchen wir einmal diese Heugabel, aber nur mal sicher gehen. Wir brauchen auf jeden Fall die Heugabel. Tiere. Darunter wird es vielleicht sein Heuball. Schnittgras plus Heugabel. Schnittgras, Schnittgras. Das war ja Klinge, okay. Und das mache ich einmal hier drauf, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Eine Heugabe. 4 Pfahle. Aha, wir haben natürlich gerade keine Pfahle. Ist gemein. Ach genau, ich habe hier auch die Stämme, also Stamm zu Brett und Brett zu Pfahl, habe ich mal hier diese fetten
Sägen hingestellt. Obwohl ich eigentlich so dagegen war, die eigentlich aufzustellen, weil die so viel Platz verbrauchen. Aber weil ich daraus später Tischlersägen machen kann, werde ich die auf jeden Fall gebrauchen. Und somit habe ich die lieber jetzt mal hingestellt und upgrade die danach einmal, wie dass ich dann komplett alles umstellen muss. Somit haben wir schon die Hälfte der Arbeit einmal erledigt. Und das ist somit viel angenehmer und auch besser. Vor allen Dingen geht jetzt hier auch fast die ganzen Werkzeuge weg, weil ich die nicht mehr brauche. Spitzhacke weg, Scharfarten weg, Axt weg, Sense und so kommt auch alles weg, weil ich das als einfach aus einem Teil machen kann. Meißel war es, genau, Meißel. So. Jetzt brauche ich Gras. So. Eigentlich müsste ich mal einen Roboter aufgraben, denn ich muss auch eigentlich mal hier diese Quest abgeben, aber leicht zu faul. Ich brauche 5 Gras. Ey, komm, ich hol jetzt einen Roboter dazu. Ich bin jetzt. Wir sind faul. So. Da, Roboter. Holen und programmieren. Wir sind ja sehr faul. Und dann schauen, sehen wir uns kurz, nachdem wir die 3 Heuballen zusammen haben. So, jetzt noch mal ganz kurz zeige ich euch, wie man so einen Heuball macht. Und zwar müssen wir einfach hier Schnittgras einmal drauf zacken, bis wir die 5 erreicht haben. Und dann ploppt da einfach so ein Heuball raus. Dann schauen wir uns jetzt an, was passiert, wenn wir hier das einmal vollenden. Ich kann es mir schon grob vorstellen. Und zwar kommen dann da gleich 3 Schafe raus. 1, 2, 3. Genau. Und die lassen wir jetzt da rein. Und dann wird hier wieder zugemacht und haben wir 3 Schafe. Können wir auch Schafe verhandeln? Nee, können wir leider nicht. Schade. Und ich habe jetzt hier mal die ganzen Schnur drüber gelegt, damit wir auch hier das Wasserrad bald anschließen können. Genau, und dann würde ich aber sagen, was ist mit der Folge Autonauts? Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr auf jeden Fall auch noch eine positive Bewertung da lassen. Und dann würde ich auch mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.